einmal. Und wir müssen gucken, dass wir die feuchtig erledigen. Kacke. Nein, los. Oh, wieso hat der denn... Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge I Am Alive mit eurem Lieblings-Hardy. Wir befinden uns immer noch auf dem Rummelplatz und müssen gucken, dass wir uns hier irgendwie durchschießen. Nachteil, wir haben aktuell nur einen Pfeil. Oh, hier ist ein zweiter Pfeil. Warum habe ich den in der letzten Folge nicht gesehen? Was ist da noch? Erste-Hilfe-Kasten, okay. Bück dich. Stück, so. Ja, wir müssen gucken, hier rennen überall Typen rum. Schwer gepanzerte Typen mit Waffen und Pfeilen und keine Ahnung was. Einmal. Und wir müssen gucken, dass wir die feuchtig erledigen. Kacke. Nein, los. Oh, wieso hat der denn... Wieso kann er denn zweimal schießen, ohne nachzuladen? Das verstehe ich nicht. Grimmel, Krags. Oh, nein, Quatsch, so. Fab. Mann! Als erstes haben wir uns den Pfeil und den Erste-Hilfe-Kasten, das ist okay. Aber ist einer von den Leuten, die das Schiff gerufen haben. Die, vielleicht reden die von Henry. Vielleicht ist Henry da irgendwo. Und hier um die Ecke steht auf jeden Fall einer. Zack. Was? Er ist tot, wir müssen den Täter finden. Ich will schnell die Pistole aufnehmen. So, noch einer. Legt euch nicht mit Robin Hood an, Leute. Puh. Schnauze. So. Hier war doch irgendwas drin. Kann ich mich hier rein sneaken oder sowas? Nee. Hm. So. Vier haben wir. Hey. Klappe. Komme ich da jetzt hoch? Da liegt mein Pfeil. Scheiße. Ich sehe etwas. Wo siehst du was? Wo? Wo bist du? Da drüben. Wo ist denn der mit dem Panzer rum? Ist er jetzt um die Ecke gegangen? Ne, da steht er. Fuck! Ja, das war schon wieder. Pfeil. That's Henry's wheelchair. Toll, Henrys Rollstuhl. So, und der Kollege mit dem Knüppel. Pfeil. Habe ich nicht ein First Aid Kit? Na, Dose. Dose ist auch gut. Schluck. Okay. Aber ich krieg den doch nicht mit dem Pfeil kaputt, oder? Ich konnte es ja mal versuchen. Ich glaube aber nicht. Nein. Ich brauche eine Kugel. Scheiße. Erste Hilfe, Kid. Aber ich schlage mich bis jetzt, glaube ich, relativ gut. So, wo ist jetzt der Kumpel? Da ist er. Schnauze! Schnauze! Was? Wie soll ich den denn erledigen? Schuss ins Bein. Schuss ins Bein. Fuck. Ich hab nichts mehr zum Leben regenerieren. Schmerzpillen. Ja komm, besser als nichts.
Ah, fuck. Sag, Kollege. Boah. Mach kaputt. Der steht doch nicht wieder auf, oder? Der steht wieder auf. Nee. Uah. Kann ich jetzt. Panzer. Gut. Mein Pfeil ist aber jetzt irgendwo weg. Kacke. Naja. Ausdauer. Weißt du, jetzt brauche ich mal ein bisschen Leben. Dann hau ich mal die Tomate rein. Hier rennt hier noch einer rum, oder was? Auf uns zu schießen war der größte Fehler. Ja, wo ist er? Ich sehe nicht durch den Staub. Hier alles eingesammelt soweit. Hier was drin? Nee. Ich lasse den Bogen mal lieber im Anschlag. Also hier unten ist jetzt, glaube ich, nichts mehr. Oben auf dem Dach könnte noch einer sein. Ach, guck mal, hier war doch, glaube ich, was drin, ne? Ja! First Aid Kit, sehr schön. Aber irgendwo dackelt hier noch einer rum. Der hat doch gerade mit mir gesprochen. Hm. Da gab es den Pfeil. Ja, dann gehen wir mal nach oben. Der läuft auch so ein bisschen, als hätte er... Naja, ihr wisst schon. Hm. Wo bist du? Henrys Rollstuhl haben wir gefunden, aber wo ist Henry? Ist das Henry? Nee, es ist irgendjemand, der verletzt ist. Er will bestimmt ein First Aid Kit, dann kriegen wir Wiederholung. Das ist gut. Bitteschön. Jetzt erzähl mir was zu Henry. You kept up your end of the bargain, so will I. Your friend in a wheelchair was dragged off by some guys I'd never seen before. They're probably a long way from here by now. Good luck finding them. Okay. Dann weiß ich da auch Bescheid. Geht's hier hoch? Nee. Also, Henry wurde von den Männern entführt, genau wie May. Was ist das für eine Truppe? Ist die Frage. Was ist das für eine Gang? Warum muss ich einen halben Jahrmarkt ausrotten, um dahinter zu kommen? Nee, da springe ich jetzt mal nicht runter. Irgendwo kommt die jetzt hier rüber. Sehe ich von hier oben vielleicht was? Und ich wette, ja, dass die Alte mit meiner Wumme auch erwischt worden ist. Ja, dass so meine Wumme weg ist und die Alte weg ist. Und ich kann wieder den Helden spielen. Immer das Gleiche. Kann ich da rüberhüppen? Nö, kann ich nicht. Ah, da unten hat auch noch einer gesprochen. Nur wo? Hm. Da sehe ich auch nichts. Irgendwo muss hier noch einer abschimmeln. Hm. Mal hier lang. Den Rummel habe ich jetzt komplett abgesucht. Aber hier gibt es ja nichts. Hier vielleicht hoch? Habe ich nicht... Irgendwo auf dem Dach habe ich noch einen abgeknallt. Da liegt noch ein Pfeil von mir. Ich weiß nur nicht mehr, wo es war. Hier hinter vielleicht? Kann ich da hoch? Bestimmt. Nichts. Da oben liegt was. Eine Pepsi. Hier habe ich wenigstens einen kleinen Überblick, aber bringt mir ja auch nichts. Schmerzmittel sind es übrigens. Aber ihr lest es ja selber. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Die habe ich alle zerpflückt.
bisschen Dosen werfen vielleicht. Guck mal, hier ist auch noch eine Treppe. Das ist Henrys Rollstuhl. Hier war ich noch nicht. Was ist das? Ah. Okay. Hier geht's dann wohl weiter. Ach komm. Renn ich mal an. Fingerkrampf, Maus, Hilfe. Geht doch. Mai! May, we've been looking everywhere for you. I'm so glad you're okay. You came for me? Of course, sweetie. I wouldn't leave you here. Now come on. Let's go find your mother. Okay. So, dann haben wir den Klotz wieder am Bein. Oh Gott. Mist, das läuft voll. Muss ein voll. Was läuft voll? Was läuft voll? Hä? Ach du. Are you ready to find your mother and leave this place? I sure am. Okay. Then hang on tight, and I'll take you to the boat. Sounds good to me. Jetzt ist der Rummel mal eben geflutet. Ah, da sind wenigstens die Leichen weg. Da oben ist er. Mami, Mami. Ja, ich komme. Gut, sie wurde zumindest schon mal nicht entführt. Sie hat sie nicht schnappen lassen. Das ist ja schon mal was. So, Henry ist zwar weg, aber... ja, wahrscheinlich darf ich ihn dann gleich retten. Komm, geht mir, das Schiff kommt, ja. Da ist der Pier, oder? Ich denke. Da unten ist das Schiff? Jawohl, da ist das Schiff. Oh, wir sind gerettet! Port Siena, okay. Vielleicht finden wir ja da unsere beiden Mädels. Schön. Sehr gut. Dann gehen wir doch mal an Bord. Wir sind gerettet. While we were waiting for you, the boat nearly got hijacked by some guys with guns. Let's go. We'd all like to leave this place as far behind as possible. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Hurry up, it's time to go. Are you coming? No, May. I'm not. But why not? I just can't. Not until I've found Julie and Mary. I left them once before. I can't do it again. Besides, Henry's still out there, and I'll bet he needs my help. Then take this to your daughter. She might need it. Thank you, May. I'll make sure she knows it was from you. Thank you for everything you did. Take care. You'll find them. Julie. It's gonna be okay. If you're still here, I'll find you. I promise. I'm gonna find a way to make it up to you. Okay. Also wir sind nicht mit an Bord gegangen. Oh, ist das Julie? Wieso hat die unsere Kamera? Unser Rucksack? Hä? Verstehe ich nicht. Hä? Ach, das war's? Tatsache, das war aber plötzlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Anscheinend haben wir es nicht überlebt. Okay, jetzt bin ich baff. Ja, liebe Leute. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das Spiel jetzt schon vorbei ist. Relativ kurz, aber super. Also atmosphärisch, klasse. Grafisch, klasse.
Die Story... Ich hätte mir ein bisschen längeres Spiel gewünscht. Was aus Henry geworden ist, wir wissen es nicht. Wie wir gestorben sind, man weiß es nicht. Es lässt einige Fragen offen. Ich weiß gar nicht, ob es einen zweiten Teil davon gibt. Ich glaube nicht. Das Spiel hat mich moralisch das ein oder andere Mal sehr zum Nachdenken angeregt. Und ich konnte mich sehr, sehr gut hineinversetzen. Ja, was soll ich großartig dazu sagen? Ich bin ein bisschen baff, dass es jetzt schon Ende ist. Das habe ich schon mehrfach gesagt. Ich werde schauen, dass ich ein neues Let's Play finde, anstatt I Am Alive. Ethan ist momentan ein bisschen schwierig aus technischen Gründen. Das läuft mit dem Controller momentan nicht so gut. Ich kümmere mich aber drum. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, lasst mir ein paar Comments da, wie es euch gefallen hat, das Let's Play, wie euch das Spiel gefallen hat. Vielleicht habt ihr auch einen Vorschlag für ein neues Let's Play. Und dann sage ich einfach, ich mach's gut und ihr macht's besser. Euer Hardy. Tschüss.